Hallo zusammen, ein neues Video von mir mit einem super interessanten Thema: rasierte Spenderbereiche nach einer Haartransplantation. Mehrmals täglich fragen mich Interessenten, wie kurz man die Haare im Spenderbereich noch tragen kann, ohne dass etwas von der Haarentnahme zu sehen ist. Bleiben sichtbare Narben zurück oder kann man komplett auf 1 mm runterrasieren? Dazu werdet ihr gleich viele Beispiele aus meiner täglichen Praxisarbeit sehen. Über 1500 Patienten habe ich in den letzten 10 Jahren bei ihrer Haartransplantation in der Türkei begleitet und dementsprechend eine große Kollektion an Fotos sammeln können. Heute werde ich euch 10 Patientenbeispiele von Spenderbereichen nach einer Haartransplantation zeigen. Ihr werdet gleich ganz unterschiedliche Fälle mit verschiedenen Haarfarben, zum Beispiel blond oder schwarz, und verschiedenen Hauttypen sehen. Kurz vorab, für alle, die noch neu im Thema Haartransplantation sind: heutzutage werden die Transplantate überwiegend mit der sogenannten FUE-Technik entnommen. Dies bedeutet, dass aus dem Haarkranz, welcher den Spenderbereich darstellt, alle Grafts einzeln herausgestanzt werden. Die Stanzen, die auch Punches genannt werden, haben eine Größe von 0,8 bis 0,9 mm. Dadurch entstehen winzig kleine, punktförmige Wunden im Entnahmeareal, welche nach ca. 10 Tagen verheilt sind. Da die von dort entnommenen Haare nicht mehr nachwachsen, bleiben ganz, ganz kleine haarlose Stellen zurück. Jetzt die Frage: was passiert, wenn man die Haare im Spenderbereich wieder sehr kurz tragen möchte? Wie sieht das aus? Ein erstes Beispiel: ein Patient, bei dem 4000 Grafts entnommen worden sind. Wie ihr seht, sieht man im Grunde nichts von der Haarentnahme. Nur wenn man ganz nah rangeht und das Foto heranzoomt, kann man die kleinen weißen Punkte, also die haarlosen Stellen, erkennen. Leute, die sich jedoch nicht mit dem Thema auskennen, würden niemals bemerken, dass eine Haartransplantation stattgefunden hat. 1 mm Haarlänge und es gibt keine sichtbaren Narben. Auf den nachfolgenden Fotos werdet ihr gleich bemerken, dass die kleinen Punktnarben manchmal jedoch auch stärker auffallen können. Die Sichtbarkeit ist nämlich von mehreren Faktoren abhängig. Diese sind: erstens, gute oder schlechte handwerkliche Durchführung der Haarentnahme. Der Behandler muss unbedingt darauf achten, dass die Grafts homogen und großflächig extrahiert werden. Zweitens, Größe des Entnahmewerkzeuges. Je größer die Stanze, desto größer die Punktnarben. Bei zu kleinen Stanzen jedoch ist es schwierig, die Grafts gesund und intakt zu entnehmen, was natürlich das oberste Ziel bei einer Haartransplantation sein sollte. Drittens, Anzahl der entnommenen Grafts. Je mehr Grafts entnommen werden, desto mehr Punktnarben und weniger verbleibendes Deckhaar. Viertens, Heilungsverhalten der Haut des Patienten. Bei manchen verheilen die kleinen Wunden besser als bei anderen. Und zuletzt der Kontrast der Haare zur Haut. Was genau dies bedeutet, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr, dass trotz sorgfältiger Haarentnahme die weißen Punkte etwas stärker zu sehen sind. Dies liegt natürlich hauptsächlich daran, dass das Foto aus nächster Nähe aufgenommen wurde. Eine große Rolle spielt aber auch der Haut-Haarkontrast, welcher in diesem Fall groß ist. Helle Haut, dunkle Haare. Mit etwas mehr Abstand sieht es bei dem nächsten Patienten schon wieder ganz anders aus. Man sieht nicht, dass aus diesem Spenderbereich vor 4 Monaten 3400 Grafts entnommen worden sind. Jetzt wieder ein Beispiel mit sehr geringem Haut-Haarkontrast. Von der Entnahme der Haare ist nichts zu sehen. Gerne will ich euch, wie versprochen, einige weitere Fotos von Spenderbereichen mit rasierten oder sehr kurzen Haaren zeigen, damit ihr für eure eventuell geplante Haartransplantation ausreichend informiert seid und euch einen guten Eindruck machen könnt.
Zusammenfassend möchte ich euch Folgendes mit auf den Weg geben. Es ist möglich, nach einer Haartransplantation mit der FUE-Technik die Haare weiterhin sehr kurz zu tragen. 100% narbenfrei ist eine HT jedoch nicht. Die Sichtbarkeit der sogenannten Punktnarben kann variieren und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Selbst wenn diese kleinen weißen Punkte vorhanden sind, fällt es Menschen, die sich nicht mit dem Thema Haarverpflanzung auskennen, in der Regel nicht negativ auf. Es ist kosmetisch absolut vertretbar und deutlich besser als eine längliche, breite Narbe. Es gibt immer die Möglichkeit, falls nötig, die kleinen weißen Punkte pigmentieren zu lassen und diese somit unsichtbar zu machen. Heute ging es um rasierte Spenderbereiche und in Kürze wird ein Video mit dem Thema rasierte Empfängerbereiche folgen. Wie sieht es aus, wenn man die Haare im transplantierten Bereich ganz kurz trägt? Um dies nicht zu verpassen, unbedingt jetzt meinen Kanal abonnieren.